Seekrauts. Moin Moin und willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal um unser gemeinsames Hobby World of Warships. Und wir haben eine neue Flaschenpost für euch. Ja, es gab dann am Montag das lang ersehnte Video mit der Erklärung, wie World of Warships sich vorstellt oder Wargaming sich vorstellt, die Träger zu überarbeiten. Es gab schon viele Fragezeichen in der Woche davor, wurden Sachen erzählt und jetzt ist es dann ganz offiziell. Und Wargaming hat am Montag das in einem Livestream vorgestellt. Das Ding war komplett auf Englisch. Wir haben euch die News, auch aus dem Entwicklungsblog, alles ins Deutsche übersetzt. Bei uns auf der Facebook-Seite, wie ihr die schon kennt, Seekrauts einfach da suchen und dann kriegt ihr immer sämtliche Informationen in Deutsch. Wir wollen in dieser Flaschenpost trotzdem nochmal kurz auf den Träger eingehen und auch das, was dazu noch vorgestellt wurde, worüber die meisten Leute noch gar nicht richtig reden, nämlich das neue Flak-System. Die Anti-Air im World of Warships wird komplett überarbeitet, muss angepasst werden, damit beide neuen Mechaniken vernünftig miteinander verzahnen. Gut, stellen wir uns vor, ihr seid Trägerkapitän und ihr seid jetzt dann unterwegs und ihr startet das Spiel und ihr landet nicht mehr bei eurem Flugzeugträger und guckt von oben auf die Karte, sondern ihr landet auf einer Staffel hinter mit der First-Person-Position und fliegt 3D durch die Welt in der Karte. Das ist schon mal eine ganz neue Perspektive. Ihr steuert eure Flugzeuge in Zukunft mit WASD, also die, so wie ihr eure Schiffe schon steuert, steuert ihr eure Flugzeuge und könnt links, rechts, ihr könnt Geschwindigkeit erhöhen, verringern, ihr könnt halt richtig manövrieren. Das ist auch nötig, denn ihr könnt Flakfeuer in Zukunft ausweichen. Es gibt in Zukunft drei verschiedene Feuerreichweiten, Nah-, Mittel- und Langstrecke, so wie es jetzt auch schon ist. Nur, dass Mittel- und Langstreckenfeuer hervorragend ausgewichen werden kann, wenn ihr den richtigen Skill habt, gut genug trainiert habt, dann könnt ihr also mit euren Staffeln länger überleben. Eure Staffel besteht aus 12 Flugzeugen, als Beispiel jetzt. Das kann von Nation zu Nation, da ist nichts final, sich noch ändern. Und ja, davon greifen aber nur 3 Flugzeuge an. Ihr seht es hier. Ja, also aus diesen 12 Fliegern lösen sich dann 3 und dann habt ihr diese HUD da sozusagen als Grafik eingeblendet und ihr wisst jetzt, was euer Winkel ist und in welchem Bereich ihr denn abwerfen solltet. In dem gelben Bereich seid ihr, glaube ich, dann zu nah dran. Das wird jetzt auch nicht ganz konkret erwähnt. So. Das bedeutet effektiv, ihr fliegt mit 12, 3 greifen an, die haben ihre Munition verschossen und fliegen zurück zum Flugzeugträger. Das steuert ihr aber nicht mehr direkt, sondern ihr bleibt weiter bei der Staffel, die dann jetzt noch 9 Flugzeuge hat. Und könnt dann auf dem nächsten Schiff angreifen mit den nächsten 3 Fliegern. Und das nächste Schiff mit den nächsten 3. Oder immer wieder das gleiche Schiff, wie ihr das eben möchtet. Ihr habt neuen Munitionstyp. Der neue Munitionstyp heißt Rakete. Ja, Jacke in Brand sozusagen. Ihr habt Torpedos, ihr habt Bomben und ihr habt Raketen. Rakete ist wohl relativ leicht zu zielen, weil eine große Fläche abdeckt. Brandwahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber der Schaden an sich ist recht gering, vergleichbar mit den HE-Granaten sozusagen. Und ja, die Torpedos sind halt zielgerichtet. Und die AP-Bomben, da haben wir hier, glaube ich, auch noch ein Foto. Das ist jetzt nochmal ein Anflug mit einem Torpedobomber. Und hier habt ihr einen Anflug von oben mit den Bombern, also AP-HE-Bombern. Also auch da ist das Timing wieder wichtig. Ihr seht hier, habt an der Seite sogar eine Geschwindigkeitseinblendung und so weiter. Also der Skill ist jetzt auf das Fliegen verlagert worden. Es ist auch enorm wichtig, dass diese Jäger gegen Jägerkampf gar nicht mehr möglich ist, weil das ja gerade den Skillunterschied ausgemacht hat, also sehr viel. Ja, ihr konntet vorher als Trägerpiloten an vielen verschiedenen Orten auf der Karte aktiv sein und damit eine Dominanz erreichen. Und bis in der Vergangenheit war es eben so, dass der Skill-Level sehr, sehr stark unterschiedlich war. Das Gefälle war sehr, sehr groß. Die Lernkurve war riesig, die man da machen musste, um einen vernünftigen Träger sozusagen zu fahren. Also damit auch eine vernünftige Auswirkung auf das Gefecht zu haben. In Zukunft wird das halt jetzt auf eine Staffel begrenzt, ja. Ihr werdet nie mehr out of planes sein, also ihr werdet immer Flugzeuge verfügbar haben, es sei denn, ihr verliert sie zu schnell, dann gibt es so eine Art Zeitstrafe.
Also, das bedeutet, es geht nicht mehr darum, ich habe nur 60 Flieger, wenn ich die runtergeschossen habe, dann hat der Gegner keine Flugzeuge mehr, sondern die werden immer wieder kommen können und das kommt halt auf den Skill-Level des Piloten drauf an. Also für mich persönlich ist es natürlich eine komplette Veränderung des Systems. Ich bin CV auch gefahren, aber jetzt nicht wirklich richtig begeistert. Ab und zu im Livestream habe ich es mal gemacht. Ich glaube, ihr wart da auch mal mit dabei sozusagen, habt das gesehen. Hier seht ihr noch ein Bild, wie die Raketen abgeschossen werden, wie das dann aussieht. Das muss auch krass aussehen, wenn man da Kapitän ist und dann im Schiff sitzt und diese Rauchwolke auf sie zufliegen sieht. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Aber es gibt noch eine Menge, Menge weitere Fragen, die sich jetzt eben verändern, ne? Was passiert mit den Kapitänskills? Ja? Was passiert mit dem Spotting-System? Ja? Also können Flugzeuge, die leer zurückfliegen, andere Flugzeuge aufdecken oder andere Schiffe aufdecken? Was passiert mit den verschiedenen Torpedofächern, die dann im Spiel integriert gab? Also Kaga hat ja ein anderes Muster als jetzt die Araguyo oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und weil es einfach auch so, ja, krass diskutiert wird, hat Wargaming auf jeden Fall von vornherein gesagt, dass es ein Erstattungssystem geben wird. Das heißt, wenn ihr da draußen jetzt sagt, boah, ich wollte immer 2D und ich wollte immer echtzeitstrategiemäßig unterwegs sein, statt actionlastig, und das ist gar keine Alternative für mich, ich möchte mein Geld zurückhaben, dann soll das möglich sein, und zwar nicht nur für die Premium-Schiffe, sondern auch für die Standardschiffe soll ein System geben, was wir jetzt noch nicht genau kennen, wie ihr quasi ja, vergütet bekommt oder etwas rückvergütet bekommt für eure Arbeitszeit oder für eure Spielzeit, die ihr in das Spiel gesteckt habt. Gut, das ist eigentlich das, was man zu den Trägern erstmal sagen kann. Alles andere ist nicht hundertprozentig bestätigt. Kann da sich noch sehr, sehr viel ändern. Ist einfach nicht final. Es ist hier Work in Progress, so wie das hier auf allen Fotos draufsteht. Wie gesagt, ich freue mich darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ihr habt hier für jedes Flugzeug einen HP-Pool, habe ich dann auch nicht gesagt hatte. Ne, nicht mehr die ganze Staffel hat einen HP-Pool, sondern jedes Flugzeug hat seinen. Und ihr seht das hier unten auch in diesem gelben, roten und grünen Bereich. Und der graue Bereich, das sind die Flugzeuge, die schon raus sind aus der Staffel, beziehungsweise eventuell auch auf dem Rückweg sind zu dem Träger. Und ja, also von daher, ich freue mich wirklich, ich habe es jetzt so dreimal gesagt, sorry, ich freue mich wirklich auf diese neue Möglichkeit. Das wird dafür sorgen, dass ich wieder versuchen werde, Träger zu fahren. Gut, neues Flak-System. Damit kommt, mit der Umstellung der Träger kommt das neue Flak-System einher. Ich hatte eben schon gesagt, Nah-, Mittel- und Langstreckenflak. Im Nahbereich ist der Schaden garantiert. Das heißt, wenn ihr in den Nahbereich eines Schiffes einfliegt, dann werden eure Flugzeuge massiv Schaden erleiden, beziehungsweise wenn ihr Kapitän seid, werdet ihr massiv Schaden an Flugzeugen machen. Im Mittel- und Langstreckenbereich kann der Pilot eben den Schaden verringern, indem er geschickt manövriert, die Rauchwolken und die Explosionswolken in der Luft so ein bisschen vermeidet. Da gibt es dann halt weniger Schaden, beziehungsweise gar keinen Schaden. Und es gibt auch für euch als Schiffskapitän in Zukunft eine bessere Einflussnahme. Ihr könnt nämlich Luftabwehr-Sperrfeuer sozusagen auf bestimmte Seiten des Schiffes verlagern. Ihr könnt also Steuerbord oder Backbord auswählen. Das Wechseln zwischen diesen beiden Seiten soll wohl roundabout 10 Sekunden betragen. Wie gesagt, alles Work in Progress kann sich auch noch 3000 Mal ändern. Und ihr könnt dann halt bestimmte Sektoren, also Steuerbord oder Backbord, stärker beschießen. Bedeutet aber, in der Seite, wo ihr, wenn ihr auf die linke Seite schießt, und der Pilot sich dann umentscheidet, von rechts anzufliegen, dann dauert es eine ganze Zeit, bis ihr euer Feuer von links nach rechts rüber geschwenkt habt. Und ja, in dem Fall seid ihr von der rechten Seite, also von Steuerbord, extrem leicht verwundbar. Das möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Träger-Rebuild und auch zu dem neuen Flak-System unten in die Kommentare. Auch gerne eure Fragen, wenn ihr da Fragen habt. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Andernfalls würde ich sie auch gegebenenfalls sogar weiterleiten und mal fragen, was es dafür für Informationen gibt. Vielleicht auch im Forum einfach mal reinschauen. Gut.
Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nachdem wir hier die Trägerfotos alle durch haben. Der nächste Punkt ist, die zweite Testserverrunde beginnt. Und zwar geht es ja um Clanumbau. Es geht, also Clanbase wird ja komplett überarbeitet mit dem Update 079. Und gibt ja so viele andere Sachen. Die Karten werden geupdatet. Und. Und ihr habt hier die Möglichkeit, ab dem 6. September 18.30 Uhr bis Montag, den 10. September 17.30 Uhr wieder am Testserver teilzunehmen. Ich kann euch nur sagen, lohnt sich. Da ist auch diese Royal Navy Event, wird da vorgestellt. Kann man schon mal ein bisschen was austesten. Also auch diese Erkennungssystem, das auf der Karte das Schiff erscheint, bevor das als 3D-Modell erscheint. Das haben sie jetzt auch schon ziemlich gut überarbeitet, wie ich persönlich finde. Also schaut einfach vorbei, wenn ihr das machen möchtet. Ich schreibe euch wieder alle Links zu allen Themen, die wir hier gerade bearbeitet haben. Setze ich euch die Links unter unser YouTube-Video. Hier gibt es auch nochmal ein nettes Video, bevor ich das total vergesse, zu dem Flak-System und zu dem CV-Überarbeitungssystem. Da gibt es hier ein Video. Ich werde versuchen, den Link daraus zu kopieren. Wenn nicht, wenn ich den Link nicht hinkriege, dann verweise ich zumindest auf diesen Link hier auf der World of Warships Seite. Da könnt ihr euch eine Stunde 28 Minuten gegen die Schiffsvorstellung für den Carrier, rein in Englisch allerdings, dann könnt ihr euch das alles nochmal reinziehen und vielleicht sind da ja so ein paar Sachen dabei für eure Fragen, die ihr dann nochmal beantwortet haben möchtet. Das ist da durchaus möglich. Gut. Das Testserver, die zweite Runde, haben wir besprochen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ihr kriegt ja wieder Belohnungen auf dem Live-Server, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Nächster Punkt, das Wargaming Center. Jeder kennt es von euch, das Wargaming Center. Das wird immer weiter verbessert und geupdatet. Und ja, jetzt kommen wohl neue Features in das Wargaming Center oder mittelfristig sollen neue Features in das Wargaming Center kommen. Und zwar sollt ihr über diese Software, die ihr auf eurem Rechner zusätzlich installiert habt, vielleicht schon Zugang zum Kundenservice bekommen, also wenn ihr irgendwelche Tickets schreibt oder Fragen habt, technische Probleme habt, solche Sachen, dann Kontoverwaltung soll direkt über das Wargaming Center möglich sein. Ihr loggt euch ein, das ist ja jetzt schon so, dass ihr euch einloggen müsst und könnt dann euer Konto direkt drüber verwalten, Passwort, Geburtsdatum etc. Hat man ja eigentlich nur eins, aber solche ganzen Geschichten. Dann soll es in Zukunft möglich sein, den Kontostand, den Abo-Status und sogar in den Premium-Laden direkt einzutauchen und da Geld auszugeben. Social-Media-Features sollen integriert werden, also die Kommunikation mit euren Freunden, das Teilen von Erfolgen, solche Sachen sollen da integriert werden. Dann eine Stream- und Replay-Funktion direkt in der Software, das wäre mal richtig geil für den einen oder anderen, der gerne live streamt und das direkt über die Software machen möchte. Ich weiß nicht genau, in welcher Art und Weise sie das machen werden, aber es soll kommen und es soll die Möglichkeit geben, relativ einfach ja, einen Replay dann wohl über das Game Center zu starten, anstatt jetzt immer mit dieser Datei auf die Excel-Datei ziehen und solche ganzen Geschichten. Gut, und zu guter Letzt, Wargaming ist sich so ein bisschen bewusst, dass Zusatzsoftware bei dem einen oder anderen von euch da draußen immer so ein bisschen verpönt ist, aber sie wollen es euch so angenehm wie möglich machen. Es soll wohl möglich sein, diese Software-Oberfläche zu verändern, und zwar in einer mit Skins oder in der Anordnung von Themenbereichen sozusagen, also personalisierte Oberfläche nennt sich das. Das soll wohl zusätzlich auch noch möglich werden. Alles kommt nicht auf einmal, sondern nach und nach. Aber ja, ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal, wie sich das dann darstellt, wenn es dann released wird. Ich kann euch das nur empfehlen, auf jeden Fall schon mal runterzuladen, weil der Support für die alte Software nämlich demnächst eingestellt wird. Das heißt, ihr seid in Zukunft daran gebunden, das Wargaming Center denn zu nutzen. Wenn ihr da noch eine andere Lösung habt, ohne Wargaming Center, auch gerne rein in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, ob mich da mal ein bisschen weiterbilden. Wenn ich hier Quatsch erzähle, sagt es mir einfach, dann kann ich darauf Einfluss nehmen und das in Zukunft ein bisschen besser formulieren oder vielleicht auch auf eine Sache hinweisen, die ihr schon wisst und die ich noch nicht weiß. Okay, dann zum Supertester, das ist das nächste Thema. Ihr habt ja vielleicht vor kurzem auch mitbekommen, dass Wargaming so eine E-Mail verfasst hat, die fälschlicherweise an alle möglichen Leute ging und nicht nur an ihre Supertester. Und ich glaube, das haben sie jetzt so ein bisschen zum Anlass genommen, heute nochmal einen Artikel zu verfassen, was ein Supertester ist, welche Anforderungen man an einen Supertester hat, wie man sich auf den Supertester-Status bewerben kann und wie das Auswahlverfahren stattfindet. Wenn ihr Bock habt, euch um die Entwicklung von World of Warships ein bisschen mehr zu kümmern, vielleicht auch schon eine Vorschau für Sachen zu erhalten, die
zukünftig in World of Warships an Schiffen oder so verfügbar sein wird, das wird ja nicht nur, sind ja nicht nur Schiffe, die super getestet werden, dann könnt ihr euch jetzt hier bewerben. Ihr geht auf die World of Warships-Seite und klickt auf den Artikel, auch den verlinke ich euch wieder. Und dann seht ihr genau, was ein Supertester ist und vor allen Dingen die Anforderungen. Denn da solltet ihr euch auf jeden Fall bewusst sein, das ist schon auch ein bisschen Arbeit, die da drin steckt. Und das muss vor allen Dingen langfristig die Motivation vorhanden sein und nicht mal, ich möchte mal 3 Monate kurz mal Supertester sein. Wargaming wird sich ihr Personal da schon gut raussuchen. Aber wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr für Wargaming zu tun oder für euer gemeinsames Hobby, dann solltet ihr euch auf jeden Fall da bewerben und hier intensiv lesen, denn da steht alles dabei, was ihr braucht, wie ihr euch da bewerben könnt. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Dasha. Kapitän Dasha ist jetzt nicht nur in-game verfügbar im Arsenal für diese Jubiläumsmarken, sondern jetzt auch in Verbindung mit Premium-Spielzeit im Store. Und zwar, wenn ihr 90 Tage Premium-Spielzeit kauft, dann zahlt ihr 61,58 und bekommt zum Beispiel die Dashas von allen Nationen obendrauf mit 10 Fertigkeitspunkten pro Dasha sozusagen. Was ich dazu sagen möchte ist, Dasha spricht immer Russisch. Das heißt, egal ob ihr die panasiatischen, britischen, deutschen, französischen und so weiter Version von Dasha habt, werdet ihr immer nur eine russisch sprechende Dasha hören. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Ob da später nochmal Voice-Overs hineingepatcht werden, wissen wir aktuell nicht. Kann man vielleicht hoffen. Weiß ich nicht. Wer die Weltraumgefechte mag, kann sich jetzt hier auch zum Beispiel einen Weltraumkapitän nochmal im Paket kaufen. Aber ja, es gibt die auch einzeln im Arsenal. Also das kann ich euch dann auch schon mal sagen. Wenn ihr im Arsenal noch nicht vorbeigeschaut habt, bevor ihr jetzt Euros ausgebt, wenn ihr keine Premium-Spielzeit braucht, guckt mal ins Arsenal. Vielleicht habt ihr ja Jubiläumsmarken und könnt da dann Captain Dasha für die verschiedenen Nationen erstehen. Gut. Und das soll es schon gewesen sein. Einen letzten Hinweis möchte ich noch machen, und zwar auf den Community-Contributor Hurz. Der hat wieder auf seinem Blog Wir sinken hier den Komplettumbau der Träger nochmal analysiert, verändert, also wie sich wie die Träger sich verändern, hat nochmal alles Pro und Contra aufgewogen und ja, wirklich einen langen Artikel geschrieben. Auch darunter gibt es dann verschiedene Meinungen, Austausch und so weiter. Ja, wenn ihr gerne lest, dann schaut euch das mal an. Das ist hat er sich wieder sehr, sehr viel Arbeit gemacht, unser Community-Contributor Hurz. Aus dem hier, wirsinken.de, ne, ist die Adresse. Also, auch diese geht natürlich unten unter das Video. So, das war's schon von dieser Flaschenpost diesmal. Ich hoffe, es war wieder das eine oder andere Informative für euch dabei. Würde mich freuen, wenn dem so ist. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob euch die Flaschenpost geholfen hat, weitergeholfen hat, ob euch vielleicht auch ein Thema fehlt. Wenn euch ein Thema fehlt, immer unten rein in die Kommentare. Ich lese diese und werde mich dann da auch einlesen, wenn ihr sagt, ey, mach doch mal zu diesem Punkt mal eine Flaschenpost, den hast du noch nie erwähnt. Ja, dann werde ich das tun. Und dann halt abwägen, ob das passt oder ob das eben nicht passt. Ne? Ich freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Maracha. Haut rein. Ciao, ciao. Secrets.